Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Hin und Her, wo es lang geht und dann wieder zurück aufs Schiff und dann doch nicht bereit. Kingdom Hearts 2, der Unentschlossenheit. Schon wieder ein Reim. Ich bin in letzter Zeit ziemlich oft... Oh, wir mussten den Kampf gar nicht machen. Oh, ich will immer da durchs Loch runter. Ich glaube, ihr merkt das. Aber da ist ja das nächste Gebiet, wodurch ich dann wieder zurückkomme und dann... Wo bist du? Ah, da bist du. So. Schön Eis. Ach, lass mich in Ruhe mit dem Mist. So. Danke für das Medaillon. Wo der letzte ist, weiß ich dann. Das war nämlich der, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. So, Abelitamin. Items. Nicht Sparrow Tour. Und Abelitamin. Sora. Dann soll das mit nichts ausrüsten. Hat ja nichts weiter. Wir warten noch, bis eine Fähigkeit bekommt, was wohl nach dem Boss sein dürfte. Och, ich Schalkum. Oh, ja. Sehr gutes Fusions-Item. Den Fusionen werden wir uns übrigens auch bald mal wenden. Ich habe hier jetzt schon ein paar Rezepte gesammelt, also dürfte wir was Schönes, Nützliches fusionieren können. Und im Shop sollte ich mich auch mal wieder umsehen. Bam, bam, badadam. So, weg mit euch. Nein, lasst mich. Er ist da hinten. 1 Minute 55. Aber ich widme mich ihm natürlich gleich. Jetzt hör schon auf. Die haben ein anderes Dreikommando, was ein bisschen wie ein Glücksspiel ist und auf Luxord-Kampfstyle bezieht. Aber das braucht uns erstmal nicht zu interessieren. Au! Gib mir das Medaillon. Ja, Goofy! Pirouette auf seinen Kopf! Immer mit dem Kopf, mit den Schildern den Kopf eindreschen. Ah. Erst Bitch Slap, dann Schildbash. Dann Bitch Slap, dann Schildbash. Macht 4 Medaillons. Wir haben alle beisammen. Aber wo ist die Truhe? Finden wir den Mann mit der Kapuze, finden wir auch sie. Wahrscheinlich in Port Royal. Wieso dort? Die Organisation ist hinter den Herzen der Menschen her. Also wird sie dort sein, wo viele Menschen sind. Tun sie den Bewohnern was an? Nein, sie bringen ihnen Blumen mit. Ich weiß nicht, wer diese Organisationstypen sind, aber ich lasse auf keinen Fall zu, dass sie hier weiter ihr Unwesen treiben. Jack! Ja, legen wir ihnen das Handwerk. Kann hart beidrehen und nichts wie los. Das ist mein ehrenhafter Jack. Er hat heute wohl wirklich seinen guten Tag und ja, er will eigentlich bloß, dass der Fluch weg ist. Na, dass er nicht mehr länger ein Skelettmensch ist. Ihr könnt euch denken, dass er egoistische Ziele hat. Wie immer. Ich lenke ihn ab. Gut, dann wollen wir mal. Und was soll dann das? Aha, jetzt geht mir ein Licht auf. Das Monster muss Jack wohl verhext haben und nicht das Gold. Na dann mache ich mir keine Sorgen. Keine Bange, Jack. Wenn wir das Monster besiegen, bist du bestimmt erlöst. Und wieder ein langwieriger Bosskampf. Genau, ein Bosskampf, der eigentlich bloß ein Kampf um das Gold mit anschließendem Verkloppen des Monsters ist. Benutze Magie, um Medaillons vom Herzlosen zu sammeln. Und sie in die Truhe zurückzulegen. Links in der Anzeige sehen wir, was ich alles für, Dings, Goldstücke habe. Rechts oben bei Endgegner sieht man, wie viele Goldstücke er hat. Er hat noch 73. Und in der Mitte oben sehen wir, dass 809 von 882 Goldmünzen zurückgebracht sind. So, nur mit Magie können wir ihnen die Goldmünzen abluchsen. Mit Magie und einem Situationskommando. Bam, 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 bam. So, noch eins. Dun, 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 dun. So. Und das bringt natürlich gar nichts, das normale Schlagen. Er ist immerhin unsterblich. Komm schon. Gib mir die Medaillons. Gib her! Oh, er hat immer noch eins. Zwei. Wie wär's damit ein bisschen... Au. Oh, scheiße.
Und mit keiner Medaillons aussaugen. So. Und jetzt ist Klopp-Time! Er hat zum Glück keine größere Lebensanzeige als eben auch. Aber ich bin im Level gestiegen, das heißt, ich mache mehr Schaden. Aber er hat immer noch die nervigen Teleportationsattacken. Er besitzt heftige Attacken, wenn er unsterblich ist. Dann ist er wirklich ein heftigerer Gegner. Und er wird regelmäßig die Goldstücke einsaugen, versteht sich. Dass ich ihm jetzt eine Leiste abgezogen habe, ist, schätze ich mal, Glück. Oder hängt damit zusammen, dass er noch keine heftige Phase hat. Oh Gott. Ah. Diese scheiß Geister, die da rumherfliegen. Aber ich mache erstmal das Dreikommando. Hör auf. Und nimm deine Sense. So ähnlich wie Malusha. So. Das war schon mal sehr viel. Oh. Und Bams. Bams. Mit jedem Eis ziehe ich 20 Münzen ab. Wow, danke Donald. Ist wirklich gut. In diesem Kampf bist du echt perfekt. Und nochmal verkloppen. Das geht einfacher als gedacht. Normalerweise ist das ein richtig langwieriger Bosskampf. Aber wir sind ja auch noch am Anfang. Hauptsache Magiekraft sparen. Das heißt, möglichst nicht so heilen müssen. Ansonsten werde ich zur Abwechslung mal einen Äther einsetzen. Naja, egal. Donald hat schon geregelt. Ei! Komm jetzt her! Ah, er wird wieder einsaugen, oder? Ich vermute es jetzt jeden Moment, dass er einsaugt. Da ist er schon. Okay, das ist die schlimmste Attacke, finde ich. Sie ist so allumfassend. Und er hat alle Goldtruhen aus der Truhe entfernt und besitzt jede einzelne. Ist das nicht ein bisschen über? Okay, ein bisschen was zurückbringen. Und ihr merkt schon, auf die Weise wird es noch richtig lang dauern, um alle Münzen zu entfernen. Der Computer dröhnt ganz schön. Ich hoffe, das wird am Ende keine Hardware Acceleration geben. So, Donald und Goofy greifen schön an und machen, dass er da Blasen verliert. Immerhin habe ich schon mal über 100 Münzen zurückgebracht. Ach, Donald Goofy. So, so und so. Gut, das macht schon mal weit über 200. Schlagt ihn weiter und gibt mir schön Magie-Kugeln da. Blasen. Oh, fuck. Okay, das ist gut. Jetzt können wir ihn wieder schön viel abnutzen. Aber immer noch nicht alles. Logischerweise. Über ein paar hundert. Besser als gar nichts. 180. Danke, Donald. Es sah schon kommen, dass ich mich selbst heilen muss. Was immer das Schrecklichste ist bei Kämpfen, wo man Magie auch noch braucht. Weil ich nach einer Heilung keine Magie mehr habe. Ich bin viel zu weit weg. Ich werde nicht viele einsammeln können. Na, es geht. 63 ist doch immerhin was. Wow, danke, Donald. Ja, ich konnte mich zum Glück retten mit meinen Schlägen. Wow. Blitzmagie. Hätte ich die ausgerüstet. Blitzmagie scheint am meisten zu bringen. Ich mache nicht das Dreikommando der Truhe, sondern bei ihm. Nicht Eismagie, sondern Blitzmagie ist gut gegen ihn. Hätte ich das mal früher gewusst. Auf jeden Fall die, die weit weg sind. Und jetzt alle zurück und Pachau.
Jetzt hast du deine Geister verloren, ha? Die das wirklich nervigste an dir sind. Neben der Tatsache, dass du Münzen klaust, dreckiger Dieb. So. Danke, Donald. In diesem Kampf ist er überhilfreich. Und nicht so eine Krücke wie Hope in Final Fantasy 13. Und bam, und bam, das wär's! Und wir halten das Magnetelement weiter. Würde mich auch nicht wundern bei diesem einsaugenden Charaktertypen-Kampfstyle, dass wir dann etwas vom Magnet erhalten. Schon besser. Das ist Ansichtssache. Sora, bravo. Wer war der Kerl eigentlich? Er gehört zu einer Organisation, die Herzen sammelt. Zuerst schicken sie Herzlose in verschiedene Welten. Wir besiegen diese Herzlosen und sie kriegen die gesammelten Herzen. So endet der Teufelskreis nie. Wie lautet dann der Plan? Wir müssen ihren Stützpunkt finden und sie ein für alle Mal besiegen. In diesen Gewässern ist mir viel zu Ohren gekommen, aber sowas noch nicht. Können wir denn irgendwie helfen? Irgendwie? Klar doch. Und wir halten geheime Einzelbericht Nummer 6. Unruhestifter wie diesen Kapuzenmann und die Herzlosen können wir hier nicht brauchen. Sie machen uns Piraten das Geschäft kaputt. Deshalb wolltet ihr also nach Port Royal. Und wir dachten, ihr wolltet den Leuten helfen. Ein Pirat ist immer nur auf seinen Profit aus, Miss Swan. Wie schade. Wir dachten tatsächlich, du hättest dich vielleicht geändert. An meinen Honorarwünschen eingangs hat sich jedenfalls nichts geändert. Wie? Ach, die Belohnung. Was wäre denn genehm? Soras wunderschönes Schwert. Gut, in Ordnung. Also wenn du es so einfach rausrückst, gibt's doch bestimmt einen Haken. Na bitte, sag ich doch. Du hast doch deine Black Pearl, Jack. Das stimmt, aber eines Tages stelle ich mir die verruchteste Crew zusammen und hole mir das Schwert. Bis dahin weiß ich auch, wie man damit umgeht. Wenn diese Zeit kommt, tretet ihr beiden meiner Crew bei. Das ist mir genug Belohnung. Gut. Vielleicht weiß Jack ja eines Tages wirklich, wie man das Schlüsselschwert einsetzt. Und wieso? Naja, er und Sora sind sich irgendwie ähnlich, findest du nicht? Nicht doch. Manche sagen, Jack Sparrow sei der schlechteste Pirat der Karibikküste. Aber das wissen wir besser. Genau. Wir wissen, dass er der Beste ist. Auf baldiges Wiedersehen, Captain Sparrow. Port Royal. Endgültig beendet. Das wird mal Standard, als wenn die Welt beendet ist. Und zwar endgültig. So, damit verabschiede ich mich von Let's Play Kingdom Hearts 2. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Agrobar. Das ist das komische Signal von vorhin. Wusste ich doch, dass das keine Störung ist. Ja. Ja, aber undeutlich und verzerrt ist es trotzdem. Ja. Naja. Was denn? Was denn? Sag ich doch. Immer wenn Sora, Donald und Goofy irgendwo anderen helfen, wird das Signal stärker. Also muss es was Gutes sein. Ich frage mich, warum? Gutes. Hey, Sora, wir versuchen mehr über dieses Signal herauszufinden. Und ihr setzt einfach euer Abenteuer fort, so wie bisher.
Na, klasse. Überflüssig. So, bis dann. Ciao.